Kanzlerin spricht Lisa Paus. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich spreche hier heute für den Gesetzesantrag Hinze und Reimann. Ich bin zu dieser Gruppe gewechselt, weil sie im vergangenen Jahr eine starke Entwicklung durchgemacht hat, mit dem Ergebnis, dass dieser Gesetzesantrag tatsächlich heute der liberalste Gesetzesantrag ist, der hier zur Abstimmung steht. Und für mich persönlich ist das auch der einzige Antrag, der wirklich die Lage der sterbenskranken Menschen in diesem Lande verbessern würde, meine Damen und Herren. Unser Gesetz, anders als die anderen Gesetze, ist eben kein Strafgesetz. Das Strafrecht hat bei diesem Thema einfach nichts zu suchen. Unser Gesetz will stattdessen durch eine kleine Änderung im Zivilrecht schlichtweg mehr Rechtssicherheit für Ärzte schaffen. Die Ärzte werden ausdrücklich geschützt vor dem Entzug ihrer ärztlichen Zulassung, wenn sie Suizidbeihilfe bei Todkranken leisten. Gerade der Redebeitrag von Frau Nahles hat gerade noch mal deutlich gemacht, eigentlich verhandeln wir hier heute die Frage, untergräbt es die gesellschaftliche Moral, dass ein unheilbar Kranker Selbstmord begehen möchte, selbst wenn er bestens palliativ versorgt wird? Sensburg, Brandt-Griese, Frau Nahles beantworten diese Frage mit Ja. Ich beantworte diese Frage ganz klar mit Nein, meine Damen und Herren. Todkranke haben und gerade auch das moralische Recht, Suizid begehen zu wollen. Und wenn Sie das wollen, dann verdienen Sie dafür Anteilnahme und nicht, dass Sie alleingelassen werden und gerade nicht von den Ärzten, meine Damen und Herren. Und ich bin in dieser Frage auch deswegen so vehement, weil ich wirklich davon überzeugt bin, eine ergebnisoffene ärztliche Beratung, die eine Unterstützung beim Suizid nicht von vornherein ausschließt durch Standesrecht, sie würde eben die Selbstmordrate nicht erhöhen, sie würde sie sogar senken. Denn nur in einem tabufreien, in einem offenen Arzt-Patienten-Gespräch kann der Arzt wirklich die richtige Therapie für den Patienten finden. Und vor allem, der Arzt kann nur so auch wirklich die Depressiven unterscheiden von den Lebenssatten und den Depressiven helfen. Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle von meinem Lebensgefährten berichtet, über seinen Umgang mit dem Sterben, nachdem er, der Nichtraucher, die Diagnose Lungenkrebs erhalten hatte. Die Selbstbestimmung bis zum Schluss nicht zu verlieren, das war eben für ihn zentral. Ihm hat die Gewissheit, im Zweifel über Tabletten zu verfügen, über 3 Jahre und viele schwere Stunden hinweggeholfen. Und am Ende hat eben der Besitz dieser vermeintlichen Todestabletten, die er allerdings erst nach vielen Versuchen von einem Arzt bekommen hatte, sogar seinen Suizid tatsächlich verhindert. Denn sie gaben ihm eben die Ruhe, die er brauchte, um sein Sterben zu akzeptieren. Meine Damen und Herren, ich wiederhole das deswegen, weil eben der Fall meines Lebensgefährten, wie ich inzwischen weiß, kein Einzelfall ist, sondern er ist im Gegenteil typisch für sehr viele unheilbar Krebskranke und ihren gewünschten Umgang mit dem Sterben. Aber das ärztliche Standesrecht steht dem entgegen. Denn was bekommt ein Todkranker normalerweise hier zu hören? Machen Sie sich keine Sorgen, wenn es soweit ist, dann wird man sich um Sie kümmern und Ihre Schmerzen lindern. Oder er bekommt von den Ärzten zu hören, Sie wissen, wenn ich Ihnen Tabletten gebe, dann verliere ich meine Zulassung. Aber was dann eben passieren kann, wenn der Sterbehilfewunsch nicht gehört wird, das hat ein Bekannter von mir, selber Arzt, dann auch tatsächlich leider erleben müssen. Dieser Arzt arbeitete jahrelang vertrauensvoll mit einer Mitarbeiterin zusammen. Und diese Mitarbeiterin, Ironie des Schicksals, bekam eines Tages ebenfalls die Diagnose Lungenkrebs. Sie versuchte, mit ihm über Sterbehilfe zu sprechen. Er wehrte das Gespräch ab. 2 Tage später wurde er angerufen, dass die zuvor lebenslustige Frau mit einer Kugel im Kopf in der Wohnung gefunden worden ist. Meine Damen und Herren, für diesen Arzt ist heute klar, er würde sich persönlich das nächste Mal anders entscheiden. Aber es besteht eben leider die Gefahr, wenn der Gesetzentwurf von Brandt und Griese durchkommt, dass stattdessen eben diese Art von Selbstmorden wie den dieser Mitarbeiterin wegen der vorgesehenen Strafverschärfung und der damit verbundenen Verunsicherung und Frau Nahles, es war genau eine Strafrechtlerin in der ganzen Debatte im ganzen letzten Jahr, die gesagt hat, es gibt kein Problem. Alle anderen haben gesagt, es gibt ein Problem.
Und diese Verunsicherung wird eben dazu führen, dass viel mehr Leute alleine gelassen werden. Und dazu kann man einfach nur klar mit Nein stimmen, liebe Leute. Und wenn Sie meiner Meinung sind, dass wir das Selbstbestimmungsrecht der Menschen gerade und auch im Sterben stärken sollten, dass eben ein Mehr an Selbstbestimmung unser Land nicht unmenschlicher macht, sondern menschlicher, dann stimmen Sie auch mit Ja für den Antrag von Hinze und Reimann. Danke. Vielen Dank. Als nächster Redner hat